Willkommen zu einer weiteren Folge Projektmanagement on Demand, deinem Tutorial-Podcast für Projektmanagement. Egal, ob du Einsteiger bist oder schon ein wenig Projektmanagement-Erfahrung hast, hier findest du auf jeden Fall super viele nützliche Informationen, Inspiration und vor allem Dinge, die du direkt an die Hand bekommst, für dich und deine Projekte. Hier erfährst du Folge für Folge, Thema für Thema, worauf es im Projekt ankommt, wie Projektmanagement richtig Spaß machen kann und wie du andere in deinem Team dafür begeisterst. Mein Name ist Chris Schiebel. Ich habe mittlerweile über 15 Jahre Projektmanagement-Erfahrung in den verschiedensten Branchen und auf zwei Kontinenten sammeln dürfen und bin mittlerweile als Trainer, Coach und auch Berater im Bereich Projektmanagement unterwegs. Dabei unterstütze ich Unternehmen, genau wie Einzelpersonen, wie sie bessere und vor allem zeitgemäße Wege finden, erfolgreich Projekte zu managen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! Willkommen zum Teil 2 zum Thema Anforderungsmanagement. Hier geht es jetzt darum, wie du Anforderungen so wasserdicht formulierst, dass sie für alle im Projekt verständlich sind und du diese trotz stetem Wandel und Änderungen über die Projektlaufzeit sicher monitoren und steuern kannst. Nach dieser Folge wirst du also wissen, worauf es beim Formulieren von Anforderungen ankommt. Wir sprechen über User Stories sowie Do's and Don'ts, die uns zu den Smarter-Prinzipien führen. Und wir sehen uns an, wieso es so wichtig ist, schon am Anfang eine Idee zu haben, wie man Änderungen von Anforderungen im Projektverlauf steuert. Starten wir ohne Umschweife rein in die Materie. Du hast gerne wieder Zettel und Stift zur Hand. Und wir beginnen mit dem wohl einfachsten Weg, Anforderungen zu formulieren, nämlich mit User Stories. Eine User Story ist stets gleich aufgebaut und zwar wie folgt. Ich als Rolle / Unternehmen will Feature, Ergebnis, Aktion, sodass ich im Anschluss spezifischer Nutzen. Schreib das gerne so auf. Ich gebe dir aber auf jeden Fall noch ein Beispiel mit an die Hand, damit das Ganze klarer wird. Du erinnerst dich wahrscheinlich an das Lieblingsgetränk deines Kunden und den saisonalen Ananas-Kokos-Geschmack. Da könnte die User Story in etwa so lauten. Ich als Konsument und Fan deines Getränks will im Sommer gerne die Geschmacksrichtung Ananas-Kokos, sodass ich mich ein bisschen wie im Urlaub am Strand, am Meer, unter Palmen mit einem Piña Colada in der Hand fühle. User Stories sind deshalb so toll, weil man sich so herrlich in die Zielperson, hier den Nutzer oder Konsumenten, hineinversetzen kann. Zudem gibt es dir und deinem Team genug Spielraum für Eigenverantwortung, dahingehend zu entscheiden, wie man dem Kundenwunsch nachkommt, wie man ihn realisiert im Rahmen des Projektes. Denn den Weg dahin zeigt die Anforderung selbst nicht auf. Dafür sind aber die Ziele und Absichten glasklar und nachvollziehbar. Du weißt genau, worauf du hinsteuern musst, warum die Zielperson sich das wünscht und was du testen oder überprüfen musst, um herauszufinden, ob der Kunde am Ende zufrieden sein wird. Die Zielperson oder Rolle, die du hier einsetzt, können natürlich neben dem Kunden auch andere Stakeholder sein, zum Beispiel die interne Qualitätsabteilung. Lass mich dir auch dazu ein Beispiel geben. Die User Story könnte in etwa so lauten. Wir als interne Qualitätsabteilung wollen, dass das Produkt die gleichen internen Hygienestandards erfüllt wie alle anderen Geschmacksrichtungen der Produktserie, damit wir dem Kunden weiterhin das beste Geschmackserlebnis bieten können. Die User Story gibt dir also auch immer Klarheit darüber, für wen du diese Anforderungen erfüllen sollst, was das Ergebnis sein soll und wieso es das braucht, wofür das gut ist. Besonders jedoch, wenn es um die Beschreibung des Ergebnisses und des Nutzens geht, können wir noch wesentlich präziser werden. Warum? Ich bemühe auch hier wieder ein Beispiel. Weg von Ananas-Kokos-Getränk hin zu einem Mars Rover. Ja. Genau, ein Mars Rover. Ich liebe Abwechslung. Stell dir vor, wir sind noch in der Entwicklung und für ein bestimmtes Messinstrument an Bord des Rovers wurde spezifiziert, dass es, ich zitiere, eine sehr geringe Betriebstemperatur braucht,
damit die notwendigen Analyseprozesse überhaupt chemisch ablaufen können. Zitat Ende. Im Weltall bedeuten sehr geringe Temperaturen sowas wie 178 Grad Celsius unter Null. Also zerbricht man sich in der Entwicklungsabteilung fleißig ein paar Tage lang den Kopf, wo man nun die Stickstofftanks unterbringen könnte, um dann bei Bedarf die Apparatur auf der Marsoberfläche stark herunterkühlen zu können. Für dich zur Info, auf dem Mars herrschen tagsüber so ungefähr 20 Grad Celsius und nachts minus 85 Grad Celsius. Schließlich will es das Team von Ingenieuren genau wissen und fragt die Chemiker, welcher Temperaturbereich denn für wie lange entscheidend ist. Das bestimme schließlich die Größe des Stickstofftanks. Daraufhin kam die Rückmeldung, dass für mindestens 5 Minuten zwischen 0 und 5 Grad Celsius herrschen müssen. Ziemlich kalt auf der Erde, aber auf dem Mars? Das Ende der Geschichte kannst du dir denken. Man musste kurzerhand eine Heizung und keine Kühlung einbauen. Nehmen wir das als Anlass und schauen gemeinsam auf die Do's and Don'ts beim Formulieren von Anforderungen. Gute Anforderungen sind stets nach einem Prinzip beschrieben, das sich SMARTER nennt. Die Abkürzung SMART kennst du womöglich. Das ER am Ende erkläre ich aber genauso. Schnapp dir gerne auch dazu wieder Zettel und Stift. Schließlich willst du ja auch das hier wieder mit in dein Projekt nehmen können. Das S steht für spezifisch. In welcher Situation muss das Aggregat also funktionieren? Auf dem Mars, im All, bei Tag, bei Nacht? Für wie lange? Einmal oder öfter? Genau das ist mit S wie spezifisch gemeint. Das M in SMART steht für messbar. Erst mit den 0 bis 5 Grad Celsius wurde die Anforderung wirklich messbar gemacht. Das A steht für atomar. Also im früheren Sinne von unteilbar. Das soll meinen, dass eine Anforderung keine andere Anforderung passiv kodiert, sondern genau eine Sache beinhaltet und unabhängig greifbar oder erfassbar macht. Am Beispiel des Mars Rovers wäre es weniger elegant, in ein und dieselbe Anforderung hinein zu formulieren, dass die Messung bei Tag bei ca. 20 Grad Celsius und bei Nacht bei ca. 85 Grad Celsius minus stattfinden muss. Daran ist per se nichts falsch. Aber es ist leichter zu verfolgen und auch zu testen, wenn wir daraus zwei einzelne Anforderungen machen. Denn Tag und Nacht gleichzeitig werden sicher nicht eintreten. Und will ich die Funktion testen, wären auch das zwei verschiedene Testaufbauten. R steht für realistisch. Es macht keinen Sinn, unrealistische Anforderungen in den Katalog mit aufzunehmen. Sie müssen umsetzbar sein für dich und dein Team. Wenn nicht, diskutiert die Anforderung so lange, bis es realistisch ist. Sonst ist ja das Projekt von Anfang an zum Scheitern verurteilt oder sprengt irgendwann jedweden Kostenrahmen, um es doch irgendwie zu realisieren. Und T, das steht für traceable, also nachvollziehbar in seiner Funktion und seinen Abhängigkeiten. Dann kann man es später nämlich auch super testen, ob es das gewünschte Verhalten auslöst. Beispielsweise ein kurzes Funksignal, wenn die Messung auf der Marsoberfläche erfolgreich war. Und wie gesagt, gibt es noch das ER am Ende von SMARTER. Das steht für E wie evaluated, also bewertet. Jemand prüft, ob die Anforderung smart formuliert wurde. Wenn ja, bekommt es den Stempel evaluated. Anhänger agiler Methoden fänden das ganz sicher übertrieben, doch gerade bei extrem sicherheitsrelevanten und großen Projekten, in denen kein Spielraum für Fehler ist, wir können zum Beispiel nicht ohne weiteres einen zweiten Mars Rover ins All schießen, macht so eine Erweiterung durchaus Sinn. Dort gibt es sogenannte Requirements Manager, also Personen, deren Job genau das ist, was wir gerade als einen Teil eines Projektes besprechen. Auch macht es gerade bei neuen Anforderungen Sinn, die dazukommen im Projektverlauf, damit die sauber eingebettet sind in alle bisher schon bekannten Anforderungen und eventuell Widersprüche aufgelöst werden können. Das R steht für reusable, also wiederverwertbar. Auf die Gefahr hin,
hier etwas zu springen, liefert doch das Getränkebeispiel das anschaulichere Bild. Sich zum Beispiel nicht an der Flasche zu schneiden, während man davon trinkt, ist eine wiederverwertbare, reusable Anforderung. Die musst du ja im Prinzip nicht in jedes neue Getränkeprojekt mit aufführen. Stattdessen kannst du es einmalig als Standardanforderung definieren, die dann zwingend einzuhalten ist. Darauf referenziert dann lediglich jedes künftige Projekt als internen Qualitätsstandard, der zwingend einzuhalten ist. Verständlich ist dann, dass solche Anforderungen etwas aufwendiger beschrieben werden müssen, weil sie ja künftig für alle ähnlichen Projekte gelten sollen. Doch einmal definiert, bingo, sparst du dir in jedem zukünftigen Projekt wertvolle Zeit und hältst das Anforderungsset so auch noch übersichtlich und kannst dich ganz auf die neuen Umfänge konzentrieren, den neuen Anteil im Vergleich zum bisherigen und so natürlich auch das Projekt wesentlich schlanker managen. Das ist pure Komplexitätsreduktion, pure Zeitgewinn. Und so entstehen auch Basismerkmale, wenn du dich an das Kano-Diagramm aus Teil 1 hier im Podcast zum Thema Anforderungen erinnerst. So, das waren die Smarter-Prinzipien. Manche Firmen, gerade global agierende Konzerne, deren Projektteams über mehrere Standorte verteilt sind, setzen sogar auf einen einheitlichen Formulierungsstandard. Ähnlich wie bei einer User Story. Das Ziel ist dann eine einheitliche Schreibweise von Anforderungen, um die Chancen von Missverständnissen vom Start weg zu reduzieren. Beispielsweise werden darin der Konjunktiv verboten, kein hätte, wäre, könnte, nur harte, klare Kriterien sind erlaubt, was in einer Formulierung münden kann, die da lautet, das Produkt oder die Sache muss dies und jenes. Zudem kann es eine Vorlage zur Formulierung von Anforderungen geben, die auf bestimmte Events oder Use Cases eingeht. Gehen wir zurück zu unserem Kunden mit seinem Lieblingsgetränk mit Ananas-Kokos-Geschmack. Hier würdest du eine Abhängigkeit wie folgt beschreiben. Wenn die Flasche geöffnet wird, dann muss der Kunde Ananas und Kokos riechen können, sobald er die Flasche an seinen Mund heranführt, um den Eindruck von Piña Colada zu erhalten. Oder es gibt eine Vorlage, wie Zustände beschrieben werden. Beispielsweise für den Fall, dass der Kunde die Flasche nicht in einem austrinkt, dann muss sie sich mit Hilfe des Originaldeckels wieder verschließen lassen. Auch kann so ein Standard vorschreiben, wie ungewollte Ereignisse erfasst werden. Dieses Beispiel hatten wir bereits. Wenn der Kunde aus der Flasche trinkt, darf er sich nicht an den Lippen oder der Zunge schneiden. Und es kann auch klare Vorgaben geben, wie Optionen zu kennzeichnen sind. Beispielsweise, wenn ein Kunde den Deckel des Getränks aufmacht, muss in Zeiten einer Promotion der Gewinnspielcode auf der Innenseite des Deckels gut lesbar aufgedruckt sein. Fällt dir was auf? Ist gut lesbar eine smart formulierte Anforderung? Spezifisch ja. Doch schon beim messbar tun wir uns beide eher schwer. Wie wäre es stattdessen mit Zwischenschriftgröße 12 und 16, schwarze Lettern auf weißem Grund, Schriftart ohne Serifen? Beispielsweise Arial, nur Großbuchstaben oder Zahlen. Yes, das kannst du gut messen. Denn gut lesbar, was heißt das schon? Mit Brille, ohne, aus welcher Entfernung? Kurzum, es wäre zu subjektiv. Schau also, dass du Anforderungen objektivierst, also eine Deutung und die Bedeutung unabhängig vom Betrachter oder der Betrachterin klar nachvollziehbar ist. Kommen wir zum letzten Punkt für diese Folge. Einem sehr wichtigen. Bereits eingangs hatte ich erwähnt, dass das, was wir bisher hier besprochen haben, ja im Prinzip lediglich eine Momentaufnahme ist. Über die Zeit können sich Geschmäcker, Wünsche, der Bedarf und somit auch die Anforderungen wandeln. Oft wird auch erst über die Zeit klar genug, was tatsächlich gemeint ist. Und erst dann wäre ich in der Lage, die Materie so zu durchdringen, dass ich richtig gute Anforderungen formulieren kann. Und da kommt auch wieder das E für evaluated ins Spiel, zeigt es doch, dass jetzt die Anforderung vollständig formuliert vorliegt. Und so wird aus dem initialen Anforderungsset vom Beginn deines Projektes über die Zeit ein neues, bestehend aus erstens aktualisierten Anforderungen, die brauchen dann ein Update. Zum Beispiel könnte der Kunde sagen, dass ein wenig Ananas-Kokos-Geschmack schon reicht,
nicht zu viel, sodass er es nach einer Woche nicht schon über hat. Dann kommen neue Anforderungen dazu, der Klassiker. Die müssen natürlich mit aufgenommen und in Bezug zu den bisherigen gesetzt werden. Das gilt für deren Priorität, genauso für deren Abhängigkeiten. Beispielsweise soll das Ananas-Kokos-Getränk nun dem Trend folgen und zuckerfrei sein. Und drittens, manche Anforderungen werden obsolet. Ihr bekommt zum Beispiel raus, dass der Kunde gar keinen wiederverschließbaren Deckel braucht, weil es frisch eher am besten schmeckt und er nie auf die Idee kommt, den Deckel wieder drauf zu tun und das Ganze in den Kühlschrank zu stellen. Hier ist dann wichtig, wenn ihr in euren Dokumenten denkt, dass ihr die Arbeit daran auch tatsächlich einstellt und das Thema nicht weiterverfolgt. Ihr müsst es nicht gleich löschen, aber zumindest streichen. Und das so sichtbar, dass es jeder nachvollziehen kann. Häufig sind wir nämlich beim Weglassen nicht so gut wie beim Dazutun. Und wenn die Kommunikation nicht stimmt, dringt eine solche Information gar nicht erst zu den Personen, die daran arbeiten, dass die Flasche wieder verschließbar sein wird. Der Frust ist dann natürlich extrem groß, wenn später herauskommt, dass die Arbeit vollends vergebene Lebensmühe war und eben auch von niemandem honoriert werden wird. Zusammenfassend wirst du erkennen, dass es gut sein kann, dass am Ende des Projektes etwas anderes herauskommt, als ursprünglich beschrieben war. Etwas, das vielleicht nur noch im Kern den Anforderungen entspricht, die zu Beginn des Projektes formuliert wurden. Die Beispiele zeigen ziemlich deutlich, dass du es dir im Prinzip nicht erlauben kannst, einmal die Anforderungen abzufragen und ein Jahr später ein Produkt zu liefern. Die Chance ist extrem groß, dass du etwas ablieferst, was einfach nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr zeitgemäß ist. Und genau daher kommt die extreme Dynamik in Projekten, die so viel Stress und auch Chaos auslösen kann. Oft hilft es da schon, dir selbst und auch deinem Team genau diese Tatsache vor Augen zu führen, dass es einen stetigen Wandel geben wird, dass Änderungen schlichtweg normal sind und nicht etwas, was ihr partout vermeiden wollt. Dafür habe ich dir und auch deinem Team in den Shownotes ein Bild verlinkt, das ziemlich schön diesen Wandel verdeutlicht, wie sich Anforderungen ausgehend von der Ausgangslage im Projekt über die Zeit verschieben. Nutz das gerne, nimm das gerne mit ins Projekt. Hier wird auf einer Seite deutlich, anhand eines konkreten Beispiels, welche Dynamik in eurem Projekt steckt. Das bedeutet auch, dass du ein gewisses System benötigst, die Anforderungen in deinen Dokumenten aktuell zu halten und mit neuen und sich ändernden Anforderungen umzugehen, genauso wie diese mit dem Team zu teilen. Dafür verspreche ich dir eine extra Podcast-Folge zum Thema Requirements Change Management, also Change Management von Anforderungen. Größte Herausforderung vor diesem Wissen und dem Hintergrund aus dieser Folge ist jedoch, dass wenn du nicht all deine Stakeholder kennst, du mitunter wichtige Anforderungen verpasst. Und daher geht es in der nächsten Podcast-Folge zunächst erst einmal um Stakeholder-Management. Ich sage an dieser Stelle wieder recht herzlichen Dank. Solltest du vor ganz individuellen Herausforderungen stehen, zöger nicht, schreib mir gerne auf LinkedIn eine Nachricht oder eine E-Mail an chris@pm-botschaft.com. Dann sprechen wir uns einfach persönlich und unterhalten uns darüber, wie wir gemeinsam deine Herausforderungen am besten angehen können. Danke fürs Zuhören und auf bald. Keep on rocking!